zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir haben uns beim letzten Video angeguckt, wie wir User anlegen und wollen uns jetzt mal angucken, wie wir diesen Usern Userrechte zuordnen können. Dabei werde ich jetzt mit Sicherheit nicht alle Möglichkeiten abdecken, aber die wesentlichen, also die wichtigsten Userrechte, die wir so im täglichen Gebrauch haben, die werden wir uns hier anschauen. Zielgruppe ist im Wesentlichen 12. Klasse, Fachinformatiker und wie immer alle Interessierten. Gehen wir mal davon aus, dass wir einen User angelegt haben. Und diesem User haben wir noch keinerlei Rechte zugeordnet. Dann kann dieser User sich zwar einloggen und er kann beispielsweise auch Show Databases angeben, nur er sieht keine weiteren Datenbanken. Also die Information Schema und Test, das ist was man immer sieht, auch ohne Rechte. Aber alle anderen Datenbanken, die auf diesen RDBMS drauf liegen, die sieht der User nicht. Und damit wir das ändern, müssen wir jetzt diesem User Rechte zuordnen. Und das geht mit dem sogenannten Grant Statement. Das hat jetzt hier erstmal das Schlüsselwort Grant, wie der Name schon sagt. Und Ziel dieses Statements ist, einem User Berechtigungen auf der Datenbank entsprechend zuzuordnen. Hier haben wir jetzt beispielsweise das Recht, das Statement Show Databases auszuführen. Also Anzeige der Datenbanken, die auf dem RDBMS existieren. Danach erwartet das Grant Statement noch, wofür dieses Recht anzuwenden ist. Also im Regelfall geben wir eine Datenbank und eine Tabelle an, aber bei Show Databases handelt es sich um ein globales Recht oder man würde sagen ein globales Privilege. Und das gilt sozusagen über der Ebene der Datenbanken, also geben wir im Prinzip hier immer Stern, Punkt, Stern an. Wir werden gleich noch ein paar andere Statements sehen, wo wir hier andere Werte hinterlegen. Und jetzt ist wichtig, der User wird jetzt eben tatsächlich auch mit dem Usernamen und dem Host angegeben, so wie wir die User auch beim letzten Video erzeugt haben. Genau der gleiche Syntax gilt bei MySQL für das Anlegen der User. Das heißt, der User 1 eingeloggt über den Localhost, hat jetzt das Recht, Show Databases auszuführen. Wenn wir das Ganze jetzt machen, dann sehen wir hier eben eine zusätzliche Datenbank, eben die MyDB. Die war vorher nicht da. Das heißt, jetzt hat er erst die Berechtigung, alle Datenbanken sich anzugucken, die da sind. Das heißt aber noch nicht, dass er auf sie zugreifen darf. Wenn er jetzt beispielsweise Use MyDB macht, dann steht hier Access Denied vor eben diesen User. Das heißt, die Nutzung ist noch blockiert. Jetzt ist es so, dass es kein eigenes Grant Statement für Use Database gibt, sondern das wird extrahiert aus anderen Statements. Beispielsweise das Select Statement, also die Berechtigung, etwas zu selektieren. Und hier können wir jetzt einschränken, was ja beim Select durchaus sinnvoll sein kann. Wir dürfen hier beispielsweise nur bei der Datenbank MyDB die Tabelle MyTab selektieren. Alle anderen sind für diesen User jetzt hier an der Stelle noch verboten. Gut, dann probieren wir das einfach mal aus. Wir öffnen die Datenbank mit Use. Das heißt, wir geben jetzt ein Use MyDB. Und wie wir sehen, kommt jetzt kein Access Denied mehr. Das heißt, wir dürfen jetzt diese Datenbank öffnen, weil wir ein Manipulations- oder ein Selektionsrecht auf dieser Datenbank entsprechend haben, eben bei dieser Tabelle MyTab jetzt das Selektionsrecht. Gut, dann gucken wir, ob auch das wirklich funktioniert. Das heißt, wir selektieren mal alles von dieser Tabelle. Ich habe jetzt hier nur einen Datensatz hinterlegt und siehe da, wir können hier an der Stelle diesen Datensatz sehen. Gut, soweit jetzt mal das erste Grant Statement. Sehen wir es uns von der Struktur noch mal etwas genauer an. Wir haben erstmal das Schlüsselwort Grant. Danach folgt das Wofür, das sogenannte Privilege. Also was, wofür möchte ich das Recht einräumen, in dem Fall jetzt Select. Danach kommt eben die Ebene auf Datenbank oder Tabellenebene. Wir werden dann noch sehen, dass wir beispielsweise beim Select Statement noch etwas weiter runtergehen können. Dürfen auf Feldebene. Das wird aber eben nicht auf dieser Ebene hinterlegt, sondern direkt beim Select. Aber das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und dann natürlich noch für wen. In dem Fall jetzt den User eingeloggt über den Localhost. Schau es dir nochmal schnell an.
Wir haben jetzt hier einen User erzeugt, create user, user 4, add localhost. Das heißt, dieser User 4 darf sich über localhost anmelden und wird über ein Passwort identifiziert. Und jetzt machen wir noch einen zweiten. Und zwar auch einen, der User 4 heißt, der sich aber über eine beliebige IP-Adresse anmeldet. Ja? Und jetzt geben wir dieses Grant Select Statement für den Localhost an. Ja, also der User 4 eingeloggt über Localhost darf jetzt eben diese Tabelle auf der MyDB selektieren. So, wir loggen uns erstmal direkt auf den Server ein als Localhost und geben das Passwort an. Und hier sehen wir, wir sind eingeloggt und jetzt versuchen wir eben entsprechend zuzugreifen. Also use MyDB und wie wir sehen, wir dürfen uns entsprechend auf die Datenbank verbinden und haben somit das Recht tatsächlich ermittelt oder erhalten als User 4 eingeloggt über Localhost. So, Daten können wir natürlich auch sehen. Warum sollte es beim User 4 anders sein wie beim User 1? Jetzt wiederholen wir das Ganze über den Client. Das heißt, wir loggen uns jetzt als User 4 aber über ein Netzwerk an, ja, oder ein. Und ja, das heißt, wir sind jetzt nicht mehr der obere, sondern eben der hier im Code oben rot markierte User 4 über eine beliebige Netzwerkadresse. So, wir geben das Passwort ein. Einloggen können wir uns. Der User ist ja da, der wurde ja angelegt. Und jetzt versuchen wir mal, ob wir uns auf die Datenbank verbinden können. Und siehe da. Access denied, wir dürfen uns nicht verbinden, weil wir dieses Grant Select eben nur über den User 4 über Localhost hinterlegt haben. Gut, gehen wir weiter. Schauen wir uns mal an, was wir noch alles haben, und zwar beispielsweise die Ebene von unserem Grant Statement. Wir haben jetzt hier zwei Informationen gerade hinterlegt. Einmal die Datenbank. Und einmal die Tabelle. Was jetzt wichtig ist, es sind auch Wildcards erlaubt. Das heißt, ich kann Stern oder Stern.Stern Stern oder MyDB.Stern Stern beispielsweise angeben. Globale Privilegien, die müssen immer Stern.Stern Stern haben. Das war beispielsweise bei Show Databases der Fall. Ja? Und es ist so, dass wenn ich jetzt technische User anlege, dann macht man das oftmals eben tatsächlich auf der Datenbank Stern, damit eben vom technischen User alles zugegriffen werden kann. Allerdings muss man da aufpassen, wenn man jetzt beispielsweise wirklich nur über View-Schichten und Ähnliches arbeiten möchte, dann muss man das wieder eben einzeln angeben. Aber das kann ich nachher dann nochmal gleich zeigen, was ich damit eigentlich meine mit dem, der View-Schicht. Ja, jetzt fehlt noch eigentlich das Wichtigste, nämlich das Privileg. Und da gibt es eine ganze, ganze Menge. Und wie ich ganz am Anfang des Videos schon gesagt habe, ich beschränke mich jetzt hier einfach auf die Wesentlichen, weil alles hier zu erklären bringt, glaube ich, keinem was. Also die spezielleren Rechte muss man dann einfach im Netz nachgucken, welche da von MySQL angeboten werden. Ich beginne jetzt nochmal mit dem Select Statement. Das haben wir uns ja schon mal vorhin angeguckt und wir sehen hier, Select heißt Recht für User 1 zu selektieren. Ja? Also der darf selektieren und jetzt spezifiziere ich das etwas näher, indem ich sage, mydb.mytab, also diese Datenbank, dort diese Tabelle darf selektiert werden und von wem? Von dem User 1, wenn er sich über den Localhost verbunden hat. Ja? Das heißt, wir sehen immer links das eigentliche Privileg und rechts dann die genauere Spezifikation für wen und auf welcher Ebene. Jetzt können wir hier, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, auch mit Wildcards arbeiten, beispielsweise von mydb.stern. Stern. Ich darf sozusagen alle Tabellen der Datenbank MyDB selektieren. Stern.Stern Stern heißt, ich darf alle Datenbanken auf dem RDBMS und dort eben auch alle Tabellen selektieren. Soweit eigentlich relativ straightforward.
Und das habe ich auch schon mal kurz angedeutet. Ich kann das Select-Statement noch ein bisschen weiter einschränken. Und zwar, ich kann sagen, Select Vorname, Komma Nachname on, dann eben dieser Datenbank, dieser Tabelle zu dem entsprechenden User. Und damit darf dieser User wirklich nur diese beiden Elemente selektieren. Das schauen wir uns gleich nochmal live direkt am System an. Gut, nochmal zur Wiederholung, das Privileg oder das Privilege Select, das ist zuordnenbar und zwar bis auf Spaltenebene. Ja? Also ich kann alles selektieren, ich kann sagen, ich kann es nur von einer Datenbank alle Tabellen, nur von einer Datenbank eine Tabelle oder nur von einer Datenbank eine Tabelle entsprechende Spalten. Dann haben wir eben auch schon gesehen, es steuert auch den Use auf der Datenbank. Das heißt, wenn ich ein Select Privilege habe, dann darf ich es natürlich auch diese Datenbank öffnen, logischerweise. Und Wildcards haben wir auch schon drüber gesprochen. Bei Datenbank und Tabelle haben wir die Möglichkeit, mit Wildcards zu arbeiten. Und das gilt im Prinzip für alle, die jetzt eben auf diesen Ebenen zuordnenbar sind. Und was noch ganz interessant ist, das Insert und das Update, die funktionieren identisch. Ja, das heißt, es ist exakt das gleiche vom Syntax, nur dass wir hier an der Stelle eben nicht selektieren, steuern, sondern das Inserten und Updaten. Das sehen wir hier. Wir haben jetzt oben das gleiche mit Insert. Das heißt, ich darf auf der Tabellenebene entsprechend inserten oder auch das kann ich eben entsprechend reduzieren auf die einzelnen Spalten, Vorname, Nachname, auch wenn das nicht wirklich sehr sinnvoll ist, aber theoretisch geht's. Und beim Update natürlich das Gleiche, wobei hier ist es durchaus an manchen Stellen sinnvoll, das Update auf gewisse Spalten eben zu reduzieren. Gehen wir noch ein paar ausgewählte Privileges durch. Beginnen wir mal mit dem Delete-Statement. Delete heißt ja löschen und zwar Datensätze. Und das ist jetzt ein Grant, das ich nur auf Datenbank- oder Tabellenebene reduzieren kann, nicht auf Spaltenebene, weil ich eben nur ganze Datensätze löschen kann. Create heißt erzeugen von Tabellen und Datenbanken. Ja, also damit habe ich eben das Recht, die Tabellen und Datenbanken zu erzeugen. Interessanterweise keine Views, da gibt es ein eigenes, aber da gucken wir gleich drauf. Dann gibt es noch diese Informationen, die ich hinterlegen kann, wie beispielsweise Indizes. Das läuft auch über ein eigenes Recht. Gleiches gilt übrigens auch für Foreign Key, das wäre dann die References-Geschichte. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da eben beim Create Table Statement auch dran denkt, wenn solche Sachen noch benötigt werden, dass diese Berechtigungen eben auch mitgezogen werden. Okay, das liegt vermutlich daran, dass beim References eben auch andere Tabellen angezogen werden und deswegen da vermutlich ein eigenes Recht dahinter steckt. Gut, wie ich vorhin gesagt habe, Create View ist ein eigenes Statement, also ein eigenes Recht, also Grant Create View. Damit darf ich eben Views erzeugen. Drop ist Löschen von Views, von Tabellen und von Datenbanken. Und interessanterweise ist Drop eine Voraussetzung für andere Privileges, beispielsweise das Alter Table Statement. Ja. Da gehört dann auch das Insert dazu. Also die hängen in sich auch strukturell zusammen. Das liegt schlichtweg daran, dass wenn man ein Statement wie Alter macht, dass zum Teil Daten gelöscht werden und neu reingeschrieben werden und solche Geschichten. Und dementsprechend gibt es dann so ein paar Abhängigkeiten. Also wenn man jetzt ein Grant-Statement setzt und das Statement, was man dann ausführen möchte, funktioniert dann nicht, hat man meistens noch ein abhängiges Grant vergessen. Aber das gibt einem dann die Doku von MySQL wieder. Und dann gibt es noch das All. Das ist ganz einfach alle Rechte außer dem Grant Statement. Ja, also das ist für die Faulen unter uns. Dort vergibt man eben alles. Sollte man natürlich bei technischen Usern nicht machen. Aber wenn man irgendwelche User anlegt für den Development-Prozess, dann macht man es üblicherweise so, dass man einfach sagt, ja, neuer Entwickler, der kriegt erstmal alle Rechte und fertig. Grant bleibt dann eben beim Root-User bestehen, dass der hier die Kontrolle behält. Jetzt wollen wir uns mal ein Beispiel anschauen, und zwar bei einer Zugriffseinschränkung.
Und zwar möchte ich jetzt bei einem Datenmodell einfach mal ja, ein, zwei Restriktionen einbauen. So sieht das Datenmodell aus. Es ist eine Kundentabelle mit einer ID, Nachname, Vorname, Geburtsdatum, irgendeine Umsatzzahl und irgendeine Region. Eine Region ist irgendein Fleck, da guckt man gleich mal auf die Daten. So, jetzt habe ich hier einfach mal sechs Datensätze hinterlegt und wie wir sehen, ganz rechts bei der Region haben wir eine S und N, also Nord- und Südregion. Alles andere sind eigentlich ganz stinknormale Daten. Da steckt eigentlich jetzt nichts Besonderes dahinter. So, was möchte ich jetzt machen? Ich möchte jetzt einen User erzeugen und diesem User möchte ich jetzt die Zugriffsrechte, die Select-Rechte geben und zwar auf Vorname, Nachname und die Region. Okay. Das Statement würde ja so aussehen: Grant Select in Klammern Vorname, Nachname, Region und dann on mydb.kunde to user r at localhost. Gehen wir mal davon aus, der User würde sich als Localhost einwählen. Dann gibt es noch den User B, der will jetzt auch was sehen. In dem Fall sieht der nur den Vornamen und Nachnamen und entsprechend sieht dann auch sein Grant Statement aus. Also Grant Select Vorname, Nachname on MyDB, Kunde to User B at Localhost. Also gehen wir davon aus, der würde sich auch über den Localhost verbinden. Ja, dann probieren wir das einfach mal auf dem System live aus. Gut, also ich starte jetzt mal den MySQL Client als User A. Das war der, der ja nur diese drei Spalten selektieren durfte. Und ja, gehen wir mal auf die Datenbank und machen jetzt einfach mal Select Stern auf dieser Tabelle. Und was wir jetzt sehen werden, ist, dass wir hier einen Fehler haben, weil er sagt, Moment, Column ID habe ich gar nicht das Recht. Wenn ich jetzt Describe die Tabelle mache, sehe ich nur die Spalten, die ich auch wirklich selektieren darf. Ja? Das heißt, da müssen wir aufpassen, Select Stern führt zu einem Fehler. Wenn ich jetzt nur die Spalten angebe, für die ich jetzt ein Selektionsrecht habe, dann funktioniert das Statement und ich sehe die Daten. Also soweit erstmal wunderbar. Gehen wir mal raus und gehen mal als User B rein. Und als User B darf ich ja nur Vorname und Nachname selektieren. Und wenn wir jetzt mit Desk das uns anschauen, sehen wir eben auch nur diese beiden Spalten. Ja, gehen wir mal drauf, ob der User B alle sehen kann oder alle Daten sehen darf. Und wer hätte das gedacht? Wir sehen Vorname und Nachname alles. Wenn ich jetzt hier versuche, jetzt beispielsweise die Region noch mit zu selektieren, bekomme ich hier wieder die Fehlermeldung. Ja, also insofern erstmal ja, relativ nachvollziehbar. Wichtig ist allerdings, dass man das versteht, dass das Select Stern an der Stelle nicht selektiv ist. Das heißt, Select Stern versucht jetzt alle existierenden Spalten von der Tabelle zu selektieren. Ja? Ob er jetzt ein Recht drauf hat oder nicht, er wird es versuchen. Und da haben wir eben dann diese Fehlermeldung dann erhalten. Das macht diese ganze Vorgehensweise so ein bisschen schräg. Also das Select Stern Statement sollte man sowieso eigentlich nicht wirklich verwenden, sondern nur mal eben auf die Datenbank drauf zu gucken. Aber trotz allem, es ist nicht besonders zufriedenstellend, dass wir bei einem Select Stern jetzt plötzlich eine Fehlermeldung bekommen. Gut, gucken wir uns mal eine weitere Geschichte an. Und die müssen wir anders lösen. Und da werden wir dieses Select-Stern-Thema auch in den Griff kriegen. Wir haben jetzt einen User C. Und dieser User C darf jetzt Folgendes sehen. Er darf Vorname, Nachname und Geburtsdatum sehen. Aber nicht nur das. Wir wollen hier auch eine weitere Einschränkung durchführen. Und zwar die Einschränkung über die Region. Das heißt, dieser User, der darf nur die Region S sehen. Ja, also Süd. Was machen wir dann? Also wir können ja bei unserem Select-Statement nur die Spalten einschränken. Die Zeilen geht nicht. Was heißt, wir müssen jetzt irgendeine andere Struktur uns überlegen, die uns die Daten exakt auf die hier gelb markierten beschränkt. Und der Weg ist ganz einfach über eine View. Eine View kann ich ja wirklich so gestalten, dass ich die Spalten klartextlich angebe, welche Spalten hier erlaubt sind und auch ein Filter, sprich an der Stelle jetzt nur die Region S. Ja? Das heißt, die Region N würden jetzt an der Stelle einfach rausgefiltert werden.
Und was wir dann machen ist, wir geben diesem User ausschließlich das Select Grant auf die View, nicht auf die Tabelle. Gucken wir uns das mal an. Also wir starten wieder den Client und loggen uns jetzt einfach als User C ein. Und das Ganze ist jetzt wieder der Localhost, insofern alles gut. Und jetzt gehen wir mal auf die Datenbank und schauen wir mal, welche Tabellen wir hier sehen. Und wir sehen hier nur die Kunde Süd. Alle anderen Tabellen sehen wir nicht. So, und jetzt versuchen wir einfach mal ein Select Stern auf Kunde Süd. Und wir wissen ja, dass es eine View ist, aber aus Sicht des Users ist es erstmal nichts anderes wie eine Tabelle. Und der sieht jetzt hier tatsächlich nur die Spalten und die entsprechenden Datensätze, für die wir ihn entsprechend freigeschalten haben. Der User C darf also wirklich nur mit dieser View arbeiten. Er wird kein Recht haben, auf die drunterliegende Tabelle zuzugreifen. Die existiert für ihn nicht. Er sieht die gar nicht. Ja? Und damit haben wir es jetzt wirklich geschafft, dass wir dem User C in dem Fall einen ganz klar strukturierten Datenraum gegeben haben, den er sehen darf. Nämlich eben nur Vorname, Nachname, Geburtsdatum der Kunden aus der Region Süd. Jetzt gibt es noch eine Sache, die vielleicht dem einen oder anderen beim Skriptlesen schon ein bisschen schräg vorgekommen ist, also wenn man irgendwelche Datenbankskripte anschaut. Man kann nämlich Folgendes machen. Man kann einem User, dem User D, einen Grant geben. Ja? Aber den User gibt es noch gar nicht. Der User D ist noch nicht vorhanden auf dem RDBMS. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann nach diesem Grant noch ein Identified by Passwort 123 jetzt hinterlegen. Und zwar ist es der gleiche Syntax wie beim Create User. Und damit wird der User auch gleich angelegt. Das heißt, ich kann einen User gleich direkt mit seinen Rechten erzeugen. Ja, das ist natürlich für manche Situationen recht praktisch. Wenn es wirklich, gerade wenn es Grant All ist, dann kann man eben mal ruckzuck einen Entwicklungsuser anlegen. Wenn ich aber hier reduzieren möchte auf verschiedene Views und so ein Kram, dann macht es auf jeden Fall Sinn, zuerst den User normal mit Create User zu erzeugen und dann danach erst die Rechte zu vergeben, sonst hat man Kraut und Rüben zusammen. Aber grundsätzlich mal funktioniert es so, wie wir es hier gesehen haben. Jetzt fehlt uns noch Rechte wieder wegzunehmen. Aber das ist eigentlich auch ganz, ganz gut gelöst. Und zwar, wir haben jetzt hier ein Grant-Statement, und zwar ein Select auf diese View, die wir vorhin gesehen haben. Und jetzt haben wir hier ein Revoke. Und das ist vom Syntax her genau das Gleiche. Wir ersetzen halt lediglich Grant durch Revoke und das To ersetzen wir durch das From. Also die Rechte werden von einem User genommen. Und damit sind die Rechte dann auch weg. Damit haben wir die wichtigsten Themen zu Create und Grant besprochen. Es gibt dort unendlich viel mehr. Man kann Nutzergruppen anlegen, man kann Nutzer zum Teil klonen, man hat unglaublich viele Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Berechtigungen. So ein bisschen angeklungen ist es ja, was gerade bei Views gibt es Abhängigkeiten, bei Stored Procedures und so weiter. Und das jetzt hier in so einem Video zu klären, das wäre einfach Overkill, weil im Prinzip möchte ich einfach nur erreichen, dass ihr in der Lage seid, User anzulegen und mit den wichtigsten Rechten eben zu bestücken. Die meisten von euch werden ohnehin mit irgendwelchen grafischen Verwaltungssystemen wie PHP MyAdmin oder mit Heidi SQL und so ein Kram arbeiten. Und da ist das meiste ohnehin über einen Dialog gelöst. Aber wichtig ist zumindest, dass man im Ansatz versteht, was da im Hintergrund eben abläuft. So, tiefer werde ich jetzt, wie gesagt, da nicht drauf eingehen. Ich werde mit Sicherheit noch das eine oder andere Video zu grundsätzlichen SQL-Themen hier hochladen. Insofern lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Aber zum Thema Nutzerrechte ist jetzt erstmal weiter nichts geplant. Vielleicht in ferner Zukunft mal, aber jetzt in näherer sind andere Sachen erstmal wichtiger. Insofern bis zum nächsten Mal und wie immer dranbleiben.